hiermit ein herzliches Willkommen beim Duxer. So, in diesem Video geht es um TDE und TDE ist ein ganz alter Desktop, so einer der ältesten Desktops, die es überhaupt hier in der Linux-Welt gibt. TDE ist praktisch ein Fork oder ein Abkömmling, wie man es immer nennen will, von KDE Desktop 3 oder 3. irgendetwas. Das war die letzte offizielle Version und danach gab es ein kompletter Neuaufbau von dem KDE Desktop und TDE hat sich zur Aufgabe gemacht, die alte Tradition fortzusetzen. So ähnlich wie auch Mate bzw. GNOME 2 davon ja die Abkopplung ist. So ist es bei KDE, ist es halt eben TDE. So ganz einfach, ganz grob mal erklärt. So, wir können aber ganz kurz auf der Homepage gucken, TDE, was da so steht. So, TDE, Trinity Desktop Environment. Mal ein paar Screenshots einfach mal jetzt hier mal so schauen. Ja, man sieht, es hat schon einen alten Look, sag ich mal, der es aber doch durchaus in sich hat. Ist natürlich nach wie vor up to date. Man hat so ein kleines, nennen wir es mal, Retro-Feeling. Wer meinen Kanal kennt, weiß Retro und ich, wir sind schon verdammt gute Freunde in gewisser Weise. Und da wird der TDE-Desktop ja auch genau in meinen Karten hineinspielen. Und im Endeffekt wird es ja nur bei der Gemeinschaft am Leben gehalten, so wie ich das aus den Dokumentationen jetzt hier sehe. Man kann den auch zwar so einzeln herunterladen, diese Desktop-Umgebung als solches. Aber wenn, dann möchte ich natürlich auch eine richtige Distro haben, die damit praktisch integriert ist. Und ich meine, über Live-CD irgendwo konnte man auch Distros erwerben. Genau, PC-Linux. PC-Linux unterstützt auch den Trinity-Desktop. Genau, und den werde ich mir jetzt herunterladen, beziehungsweise habe ich schon. Genau, man wird irgendwie aufs Forum verwiesen. Ja, weil es wohl offiziell nicht unterstützt wird, TDE, sondern es ist nur so eine Art Fan-Projekt, sage ich einfach mal. Gibt es dann doch noch eine Gemeinschaft, die den alten, hier steht es ja auch, ich zoome mal ein bisschen rein, die den alten KDE 3 Desktop noch am Leben behält. Genau, das ist ja so ein bisschen Retro mittlerweile schon. Und zumal gibt es auch eine besondere Verbindung mit TDE, / mit KDE 3, weil das war eigentlich der erste Desktop gewesen, den ich unter Linux damals kennengelernt habe. Damals noch unter OpenSUSE. Das war dann 3. Schlag mich tot, 3.4 oder irgendwas habe ich da so in Erinnerung. Da hieß SUSE noch anders. Nicht OpenSUSE, sondern SUSE Linux hieß die, glaube ich, noch. Genau, und da habe ich meine erste Distro erfolgreich mit installiert. Und das werde ich mir nie vergessen. Ab dann war ich so geflasht von Linux und bin dem seitdem im Endeffekt auch treu geblieben. Ja, genau, und so fing halt eben alles an. Das war so, ja, ernsthaft wurde es 2006 und vorher habe ich schon ein bisschen herumexperimentiert mit Linux. Ja, und aber nie, ich habe es nie zum Laufen bekommen, muss man dabei sagen. Und KDE war damals die erste Version, die funktioniert hat, beziehungsweise OpenSUSE, SUSE Linux, wie auch immer. Und deswegen ist da so eine bestimmte Verbindung bei mir mit dem TDE Desktop da. Und ich würde sagen, wir machen Butter bei der Fische. Ich installiere das auf einer echten Hardware, weil ich habe es ganz kurz an der virtuellen Maschine getestet. Und ich kann da mal ganz kurz einblenden, was ich da gemacht habe. Das ist nicht besonders viel. Einfach noch ein bisschen rumgesäppt, ein bisschen durchs Menü, habe mir da die ganzen Einstellungen angeguckt, habe die untere Leiste nach oben gepackt, so wie es gehört, auch das funktioniert. Ja, dann habe ich mir noch die Einstellungen angeschaut, Monitor-Einstellungen und so weiter. So ein paar Optionen bin ich ja durchgegangen, da war viele Sachen, die habe ich verstanden, viele Sachen, die habe ich nicht verstanden. Mir ist also aufgefallen, dass TDE unheimlich komplex ist und auch sehr viele Optionen hat, sehr viele Einstellmöglichkeiten. Und ist natürlich im Gegensatz zu GNOME da schon ein bisschen, ja, aufgeblähter. Ob das jetzt gut oder schlecht ist, sei mal dahingestellt. Das möchte ich jetzt testen. Und zwar möchte ich das Ganze auch auf Deutsch testen, weil in der Live-Version ging es irgendwie nur auf Englisch, obwohl ich auf Deutsch eingestellt habe. Aber das ist ja nicht schlimm. Ich packe es eh auf einer echten Maschine drauf. Und dann würde ich sagen, Butter bei der Fische. Ich installiere jetzt den TDE-Desktop. Beziehungsweise PC Linux erstmal auf einen USB-Stick. Mal gucken, ob der Startmedienersteller dafür ausreicht, weil er zickt manchmal ein bisschen rum, wenn es keine Original- oder auch keine indirekte Ubuntu-Version ist.
Mal gucken, akzeptiert er das? Irgendwie nicht. Nee, da weigert er sich. Da muss ich mal gucken, ob ich noch etwas anderes finde. Zum Beispiel Laufwerkenersteller. Mal gucken, ob das damit auch geht. Ich nehme jetzt diese Partition und sage ihm Abbild erzeugen, wiederherstellen, Downloads und einfach mal drauf damit. Er möchte noch ein Passwort haben, soll er bekommen. Ja, es dauert einen kleinen Augenblick, obwohl das geht eigentlich relativ schnell. Für 3,3 GB eine Minute, das ist schon okay. So, und damit wäre die Installation erfolgreich. Oder ich nenne es mal das Brennen auf den USB-Stick. Ja, ich würde sagen, ich starte mal meine Actioncam und dann melde ich mich von draußen wieder. So, ich drücke ganz schnell F12, damit ich ins Bootmenü hineinkomme. Und wie man sieht, wird der USB-Stick nicht erkannt. So, ich habe einfach den USB-Stick einfach mal umgesteckt und schon wird er erkannt. Okay, nichts bei denken. Ich starte mal jetzt hier in Live-Version hinein. Das erste, was er mir vorschlägt, denke mal, es wird schon passen. Er möchte von mir wissen, welche Sprache ich haben möchte. Dann nehme ich natürlich German. German, German. Ja, und schon, da ging es blitzschnell, wäre ich im Live-System. Oh ja. Okay, gucken wir uns mal hier so ein bisschen um. Okay, also dieses Menü kommt mir bekannt vor. Ich weiß nicht, ob das jetzt Original TDE ist. Gut, ich würde sagen, ich fackel jetzt hier auch nicht lange. Ich gehe sofort auf Install. Install Me. Ja, und installiere das Ganze auf mein System. Weil wer mich kennt, ich mag nicht so gerne virtuelle Maschinen und auch nicht Live-Systeme. Ich mag nur echte Hardware. So, der USB-Stick ist drin. So, ich wähle aus Germany. So, wo haben wir Germany? German, German. Und ich sehe schon, die Darstellung wäre viel zu pixelig. Da bekomme ich bestimmt nicht alles angezeigt. Okay, ich versuche mal mein Glück mit Konfiguriere Desktop. Und dann gehe ich auf Display und sage ihm, nein, ich kann hier nur 8x600 auswählen, das ist blöd. Ich packe erstmal die Leiste hier weg. Konfiguriere Panel. Und dann sagen wir ihn natürlich nach oben. Apply, okay. So, den kann man hier noch so ein bisschen wegswitchen. Das ist auch schon mal gut. Dann schaue ich mal nach in den Einstellungen. Trinity Control Center. Display. Ist genau das gleiche Display-Menü. System. Ah, X-Kill. Was habe ich da gelesen? X-Kill. Ja, das ist eigentlich auch eine gute Anwendung. Die ist von Haus aus. Ist die hier schon mit installiert. Also eigentlich, wenn man da draufklickt, kann man so Fenster wegklicken. Also weg-X'en. G-Parted ist drauf. Okay, das sieht alles schon mal sehr gut aus. Aber trotzdem brauche ich jetzt erstmal eine vernünftige Monitoreinstellung. Ja, ich kann hier nichts verstellen, das ist doof. Gut, ich probiere trotzdem mal das Ganze zu installieren. Vielleicht, wenn es installiert ist, habe ich da eine bessere Chance, hier etwas einzustellen. Das wäre zumindest jetzt so meine Vorgehensweise. Ich sehe den unteren Bereich von diesem Fenster nicht. Ich kann das Fenster auch nicht irgendwie weiter nach oben schieben. Ah, mit gedrückter Alt-Taste. Ach da, jetzt komme ich an die Button dran. Okay, jetzt muss ich hier so ein bisschen improvisieren mit gedrückter Alt-Taste. Gut, dann wählen wir erstmal wieder German aus. So, GE. Und dann muss ich DE suchen. DE, gut, nehmen wir DE. Welches DE nehmen wir? DE, DE nehme ich. Ausgewählt. Ich drücke wieder Alt, Maustaste und klicke dann auf Weiter. Was will er jetzt? Ist auch wieder auf Englisch, warum auch immer. In Deutsch haben wir nicht, dann versuchen wir es mal mit German. So, das wäre German. Und hier könnten wir auch nochmal German auswählen. German, German. Und auch weiter. Ach, das wird schon passen. Weiter. Was haben wir jetzt hier? Ah, Partitionierung, ne? Das müssen wir natürlich manuell machen.
manuell weiter. So, jetzt sehen wir nur nichts. ja, die nehme ich Linux. Mint kommt weg. Mehr brauche ich doch gar nicht machen. Und dann klicke ich hier auf Weiter. Bitte Wurzelverzeichnis. Hey, ja hier, das ist doch Wurzel. Ah, okay, hätte ich doppelt anklicken müssen. Einhängepunkt. Slash. Formatieren als. Ja, X4. Bestätigen. Swap bleibt Swap. Swap habe ich. 135 GB. Passt. Falls sich einer wundert, warum ich so viel Swap habe, da gibt es Gründe für. Und zwar für mein Programm Map Composer. Was will denn jetzt von mir? Mount Point. Boot EFI. Ja, dann machen wir mal Mount Point rein. Wo haben wir denn hier? Hier ist EFI, ne? Oh, jetzt will ich mir Ubuntu nicht abschießen. Ah, ich mag gar nicht EFI so gerne. Das Gruppenmenü installieren unter ist richtig. Jetzt will er so ein blödes EFI-Menü haben. Kann man nicht ohne EFI installieren? Na, hier haben wir doch. Boot EFI, machen wir den hier. Boot EFI. Bestätigen, fertig. No risk, no fun. 1,1 GB für EFI. Kommt mir ein bisschen viel vor. Ist egal. So, was müssen wir hier machen? Hier gebe ich meinen Namen ein. Ich bin natürlich Tuxa.td. Tuxa-tde. Tde-pc. Nennen wir den mal so. Passwort. Okay. Ja, nochmal Zusammenfassung. Ich würde sagen, auf geht's. Ja, das ist ein bisschen blöd mit dem Fenster, dass ich, wie gesagt, so ein bisschen hin und her wuppen muss. Aber ich weiß nicht, wie ich das jetzt hier kleiner bekomme. Ich habe hier keine Chance, das Fenster zu verkleinern. Oder über Skalierung. Vielleicht kann man auch über Skalierung gehen. Aber ich denke mal, das sollte jetzt auch so gehen. Ja, jetzt wird nicht viel passieren. Es wird alles installiert. Und dann würde ich sagen, melde ich mich wieder, wenn er fertig ist. Wow, das war ja blitzschnell. Ich kann mal gar nicht ausmachen brauchen. Die Installation ist jetzt vollständig. Möchten den Rechner neu starten, um das System neu zu benutzen. Aber natürlich, jetzt bin ich mal gespannt. Ihr seid quasi direkt live mit dabei, auch wenn es eine Aufzeichnung ist. Wie ich beim ersten Mal hier einen Fail reingehauen habe. Mal gespannt, ob er mit den EFI, Boot EFI, ob da nicht irgendwas falsch gelaufen ist. Ja, und, warte, erstmal gucken, was hier steht. Okay, mein Ubuntu wird sofort erkannt, scheint auch noch drauf zu sein. Passt. Und PC Linux. Gut, die Bootreihenfolge, die kann ich hinterher noch ändern. Wir starten erstmal hinein in PC Linux und schauen uns mal den TDE Desktop an. Ah, eine richtige Auflösung, richtig scharf. Wie ist das? Geht doch. So, ich schwinge natürlich auf. Haha, hab doch vorhin Deutsch angewählt. Okay, Last Language. Denk mal, System Default nehme ich. Ups, verdrückt. Language. Default. Change Language. Ich gebe mein Passwort ein. Ich gebe meinen Username ein. Ne, brauche ich ja gar nicht. Ist ja mein Username, ne? Okay, dann muss ich hier nur noch mein Passwort eingeben. Was kann man denn hier noch einstellen? Actions. Shutdown. Aha, ich kann sofort Shutdown machen. Last Session. Okay, das ist so gar nicht mal so schlecht, ne? Was hat er jetzt gemacht? Okay, hier kann ich wohl auch direkt irgendwelche Einstellungen vornehmen. Gut, das machen wir aber ein anderes Mal. Nur bei so viele Optionen im Login-Screen bin ich gar nicht gewohnt. Also auch schon mal so ein kleines Alleinstellungsmerkmal von TDE. Oh ja. So, ich würde sagen, ich installiere als erstes jetzt erstmal OBS und dann schauen wir uns das System mal gemeinsam an. Ich sehe gerade, mit Deutsch hat nicht funktioniert, die Leiste ist wieder unten. Okay, das sind alles so Kleinigkeiten, die bekomme ich auf jeden Fall hin. Dann
Ich denke mal, ich fange an mit einem Terminalfenster. Oder es könnte hier auch Konsole heißen. Da, Konsole, da haben wir sie ja. Gut, die sieht jetzt ein bisschen sehr altbacken aus. Mit Steuerung Plus kann man sie nicht vergrößern. Oder gibt es da eine andere Option, wie man es vergrößern kann? Kann ich jetzt erstmal auf die Schnelle so nicht finden. Gut, ich gebe erstmal ein U-Name minus A. Okay, achso, sollte auch U-Name richtig schreiben. U-Name minus A. So, wir haben einen Kernel 6.6. Ich meine, 6.8 wäre der aktuellste. Ja, ich würde sagen, ist auf jeden Fall okay. LSB Unterstrich, wo haben wir den? Da. Release Release minus A. Ja, PC Linux OS von 2024. So, kennt er Inksy? Inksy minus FZ. Ja, bestimmt kennt er das nicht. Okay. Ja. Englische Tastatur ist gar nicht mal so einfach. So. Er hat Inksy. Wow. Die erste Distro, die Inksy kennt. So out of the box. Kann man zwar immer nachinstallieren, aber ist doch schöner, wenn das von Anfang an funktioniert. Ich gucke jetzt hier einmal so ganz grob durch, ob hier alles richtig erkannt wird. Modell ist richtig. So, hier hätten wir Trinity Release 14.1.2. Passt. Intel i7 Grafikkarte. Ja, die ist richtig. Erkennt er auch sofort. Was haben wir hier? Xorg Server. Sehr gut. Auf jeden Fall nichts mit Wayland. Perfekt. Was kann ich noch schnell erkennen? Pulse Audio haben wir noch hier. Ja, und was kann ich noch? Netzwerkkarte wird erkannt. Wireless wird erkannt. Ja, das ist doch alles erstmal im grünen Bereich hier. Inksy Version 3.3.3.4 passt auch. Sehr gut. Gut, jetzt versuchen wir mal OBS Studio zu installieren. Ich glaube, man muss erstmal zu root werden. SU minus Passwort. Passwort kriege ich hin. Weiß auch gar nicht, ob sudo geht. Müsste ich auch mal ausprobieren. Das ist egal. Jetzt bin ich die root. Ist auch nicht schlecht. Jetzt versuche ich mal apt minus get install OBS minus, na, wo, minus, wo bist du denn? Da bist du. Minus Studio. Oh, cool. Also ab Paketquellen werden auch unterstützt. Ah, Enter geht auch. Man muss nicht zwingend jetzt Y drücken. Damit wäre jetzt OBS installiert. Ja, prima. Ich würde sagen, ich fackel nicht lange. Ich werde so mal sofort OBS versuchen zu öffnen. OBS, da, schön, schön, schön. Ich möchte natürlich vor Recording. Next. Ich nehme 30, 30 reicht. Ich glaube, mehr schafft mein Rechner eh nicht. Ich hoffe, ihr könnt das auch alles lesen. Gleich wie die Bildqualität besser, wenn OBS installiert ist. Aber so eine schnelle Installation habe ich noch nie erlebt. Also das waren gefühlt 2 Minuten. So, passt das? Hier muss man aufpassen, dass er nicht herunterskaliert. Also Full HD zu Full HD 30 Frames. Apply Settings. Yes, of course. Gut. Dann nehme ich euch noch mal ganz kurz mit. Und dann sagen wir als erstes Bildschirm auf. Aufnehmen. Oh, hat er das nicht? Hier. Screen Capture. Genau der. Der müsste richtig sein. Dieses XSHM. Den nehme ich immer. Auch unter Ubuntu. Capture Cursor. Ja, den Cursor soll er auch mit aufnehmen. Passt. Ich würde sagen, ich bin mit OBS verknüpft und melde mich dann dementsprechend gleich wieder. So, das hat alles jetzt soweit funktioniert, eigentlich recht schnell. Ich hatte jetzt hier zwar so ein paar Audioprobleme, aber das liegt, denke ich mal, eher an meiner Hardware. Aus irgendwelchen Gründen wird jetzt hier mein, ja, ganz primitives USB-Headset nicht so perfekt erkannt. Und hier sieht man auch bei Desktop Audio, dass da immer noch ein Pegel rausgeht. Das soll mich jetzt aber erstmal weiter nicht stören.
Oder obwohl, ich kann ja nochmal hier Audio Control anmachen. Wo haben wir ihn? Impulse Audio. Da, einer von den beiden war das. Ich glaube, der, ja genau, der ist perfekt. Und irgendwo muss noch ein Ausschlag sein. Hier unten, das ist richtig, das ist mein Mikrofon. Und irgendwo gibt es noch eine Doppelung. Hier auf Desktop. Da, ist das die hier? Mal eben kurz gucken. Obwohl, hier schlägt er deutlich mehr aus als dort. Ah, das ist falsch. Desktop kommt von... ja, von HDMI. Ja, das müsste richtig sein. Muss ich aber auch noch testen. Ich kann hier dementsprechend das stumm wieder abstellen. Okay, was muss ich noch machen? Ich brauche natürlich noch meine Facecam. Auch sofort testen, ob TDE meine Facecam erkennt. Das wäre doch auch interessant zu wissen. Die Menüeinträge sind hier etwas anders. Schreibe ich einfach mal hier rein Face. Sage ihm okay. Ah, das wären aber nicht Face, das wären meine Hände. Auch gut. Die Kamera will ich nicht. Nehmen wir mal die andere. Yippie-yay. Nur ich bin etwas unscharf. Das liegt an den Einstellungen hier. YUV. Also meistens ist BGR3 funktioniert der am besten und der Puffer muss raus. Using Puffer. Ich mache mal kurz Stopp und nochmal an, und dann müsste es eigentlich okay sein. So, jetzt scheinen wenigstens schon mal die Hände zu funktionieren. Ob ich jetzt brauche oder nicht, sei es mal jetzt dahingestellt. So, das geht auf jeden Fall schon mal. Dann nennen wir es einfach in Rename My Hands. Okay, fast richtig geschrieben. Zwei Wörter, zwei Fehler. Egal. Darum geht es jetzt auch nicht. Wir machen das gleiche nochmal. Ja, ich gehe wieder auf Video Capture Device. Jetzt sagen wir nochmal Gesicht. Gesicht. Ja, die Kamera mag er nicht. Okay, wie sieht es mit meinem USB-Capture-Stick aus? Der wird erkannt. Genau, und den nennen wir dann halt dementsprechend mal nicht Gesicht, hoppla, Commodore. So, warum Commodore? Deswegen. 1, 2, jawohl. Das funktioniert auf jeden Fall schon mal. Also schon mal prima. Aber die andere Webcam wird noch nicht vernünftig dargestellt. Okay, das soll mich jetzt weiter auch nicht stören. Ich führe erstmal die ganz normalen Updates durch, würde ich sagen. Das können wir erstmal machen und vielleicht hat sich das ein oder andere Problem dann schon automatisch erledigt. Aber bevor ich hier überhaupt irgendetwas mache, die Leiste, die muss auf jeden Fall erstmal konfiguriert werden. Move Clock, nee, nicht Move Clock, Move Leiste. Move, und zwar da, wo sie hingehört, nach oben. Ja, herrlich. Gut, wir brauchen Terminalfenster. Ich mache erstmal ein Update mit, weiß ich gar nicht, ob der auch sudo kennt, sudo apt minus get, oder braucht der minus get? Ist egal, ich gebe mal ein minus get update. Also Sudo kennt er nicht. Da muss man, glaube ich, Sudo noch installieren. Ist egal. Das kommt später. Machen wir Sudo minus. Ich glaube, minus reicht, ne? Ja. Dann machen wir halt eben Update. Ich meine, kommt der eh der gleiche da raus. Weiß nicht, ob man Sudo zwingend braucht. Keine Ahnung. Kann ich auch Sudo minus eingeben. So, er hat scheinbar etwas abgedatet. Und jetzt können wir auch upgraden. Ich wollte Upgrade auch richtig schreiben. So, mal gucken, was jetzt passiert. Ja, wollen wir natürlich bei der Gelegenheit mal ganz kurz gucken, was der hier so ausprintet. So, die Printeintragung hier. Ja, da sind doch einige Pakete hier dabei. SSL. Ja, sieht doch gut aus. Da, Pulse Audio. Vielleicht habe ich jetzt auch noch mal ein paar
Mehr Möglichkeiten. Firefox, uninteressant. ALSA-Update, sehr gut. Das ist das, was ich jetzt nämlich brauche. Hat immer noch so ein Video-Update. GStreamer. Perfekt, perfekt. Ja, ich denke mal, ich mache dann gleich erstmal einen Neustart. Und das sieht nämlich sehr gut aus von den Paketen hier, die jetzt hier so mit installiert werden. Dass danach meine Webcam funktioniert. Das wäre zumindest jetzt so mein Plan. Ja. Ich lasse nochmal ein bisschen rumrödeln, aber ich sage, melde ich mich gleich nochmal wieder. Ja, auch in dem Fall hätte ich die Kamera gar nicht ausmachen brauchen. Ging nämlich ja alles rucki-zucki. Hier wird vorgeschlagen, dass wir einen Reboot durchführen. Ich denke mal, das mache ich jetzt auch. Gehe wieder raus. Schöne Spielerei entdeckt. Da habe ich was ganz Schönes entdeckt. So, ich habe mich jetzt gerade ja abgemeldet wegen einem Neustart. Was macht man dann? Dann geht man hier drauf, sagt Logout und guckt euch das mal an. Ja, wie cool ist das denn? Das ist so ein richtiger Schatten, der auf einmal jetzt hier so ganz langsam hier so erscheint. Also, wenn das mal nicht cool gemacht ist, da ist der Schatten wieder weg. Also, ich finde das gut. So, ich kann hier tun und machen, was ich will, aber ich bekomme die eigentliche Facecam, bekomme ich jetzt hier nicht installiert oder nicht aktiviert, besser gesagt. Sie wird zwar erkannt, aber aus irgendwelchen Gründen, ja, mag er die Kamera wohl nicht. Gut, es gibt da noch ein paar Systemeinstellungen, da werde ich nachher auch erstmal gucken, aber trotzdem jetzt für den ersten Start sollte das jetzt auf jeden Fall jetzt erstmal jetzt hier so ausreichen, auch mit der falschen Facecam. Erstmal möchte ich alles auf Deutsch einstellen. So, ich könnte mal Language eingeben. So. Da, konfiguriere Language. Also ein bisschen Deutsch möchte ich dann doch schon haben. Okay. So. Dann stellen wir mal hier auf Germany, so dass ich die richtigen Pakete runter. Please update your system. Okay, das machen wir mal eben. Wir updaten uns. Machen wieder sudo minus. Update. Waiting for HIDAS. Gut, warten wir. Gut, Update ist zu Ende und dann stand einmal Logout und wieder Login und dann sollte alles auf Deutsch sein. Da habe ich es zumindest gerade verstanden. So, ich habe mich ausgeloggt und wie man sieht, ist immer noch alles auf Englisch. Da hat irgendetwas nicht funktioniert. So, wo kann man denn noch Sprache einstellen? Wir hatten noch hier irgendwo Control Center. Hier. Regional. Country. Ah. Okay, nehmen wir den. West Germany, Europe Central. Okay, Germany ist zentral, auch gut. Add Language, nee, können wir die nicht removen? Englisch, remove Language, nö, nee, ist klar, geht nicht. Gut, dann lassen wir beide drin. To lock off, ja, gut, dann machen wir nochmal ein Lock off. Gut, dann mache ich nochmal ein Lock off. So, ich habe hier doch etwas gefunden. Ich habe hier etwas gefunden, und zwar Nvidia. Nvidia. Genau, hier Install Nvidia Driver. Ich glaube, das habe ich noch nicht gemacht. Choose your Driver. Hehehe. Ja, ich denke, den 470er. Ja, den werde ich wohl nehmen. Oder soll ich mal den 525er nehmen? Komm, ich nehme mal den 525er. Und ich teste einfach mal, was passiert. Wenn der Rechner jetzt nicht mehr hochfährt, dann weiß ich wenigstens warum. Also ich würde sagen, bis gleich. So, halt, stopp, halt, stopp, halt, stopp. Und zwar, hier ist der Zukunftstuxer aus dem Schnitt. Und zwar ist mir beim Schneiden des Videos aufgefallen, dass ich jetzt im eigentlichen Video gar nicht mehr auf das Thema Nvidia-Treiber drauf eingegangen bin. Ich habe einfach Neustart gemacht und es hat funktioniert und bin sofort zu dem nächsten Thema übergeschwappt. Und deswegen ein kleiner Kommentar hier aus dem Schnitt. Ja, was soll ich sagen? Ja, es hat funktioniert. Der Treiber ließ sich installieren ohne Probleme und ja, es funktioniert. Und das war es eigentlich auch schon mit dem Kommentar aus dem Schnitt. Ich würde sagen, es geht weiter mit dem eigentlichen Video. Ich bin dann mal wieder weg. Ich gehe gerade die ganzen Paketquellen hier durch.
was heißt Paketquellen, die Trinity, ja, die reine Trinity-Software, haben wir eingegeben, ja, SU-I. Ich habe einfach mal eingegeben, apt-get install und dann Tab gedrückt. Und dann hat er gesagt, es gibt 863 Pakete mit Trinity. Und ich gehe hier so durch. Ich habe hier total viele Sachen entdeckt, auch altbekannte. Und dann bin ich hier drauf gestoßen, auf genau TDE. Und dann sind hier Language-Pakete. Und das versuche ich jetzt mal zu installieren, in der Hoffnung, dass ich dann auch wirklich German bekomme. Weil ich bin schon die ganze Zeit dabei und versuche, das Ganze eben auf Deutsch zu installieren. TDE Desktop, aber es hat bis jetzt nicht funktioniert. Und jetzt habe ich dieses Paket hier gefunden. Und was sagt er mir? Finish, das ging jetzt aber rucki zucki. Ich würde sagen, ich logge mich nochmal aus und nochmal ein und hoffe mal, dass dann alles auf Deutsch ist. Ja, natürlich ist nichts auf Deutsch. Es geht die Sache nur auf den Grund. Ah, jetzt kann ich German dabei packen. So, Englisch schmeißen wir mal raus. Wenn das geht, Sprache entfernen. Das war's, glaube ich. Jetzt sage ich ihm okay. Und habe ich schon alles auf Deutsch? Nein, natürlich nicht. Aber ich bin schon mal einen Schritt weiter. Hier ist auch auf Deutsch. Und ja, ich mache nochmal ein Logout. Jawohl, es hat geklappt, es hat geklappt. Ja, wie ihr seht, ist alles auf Deutsch. Es war ein bisschen Fummelei. Das soll es an der Stelle gewesen sein. Ich denke mal, es wird noch einen zweiten Teil geben. Also ich bin hier gerade so ein bisschen so geflasht, so ein bisschen 20 Jahre locker in die Zeit zurückversetzt, als ich das letzte Mal TDE hatte. Und ich finde es auf jeden Fall sehr, sehr interessant. Und bin mal gespannt, was ich jetzt noch alles so erfahren oder erleben werde mit TDE. Also mal ein kleines Mini-Projekt jetzt, TDE. Und ja, ich denke mal, wie gesagt, da gibt es noch einen zweiten Teil von, vielleicht sogar noch einen dritten, je nachdem, wie es mir auch gefällt. Ja, ich bedanke mich fürs Zuschauen und verabschiede mich jetzt noch bis zum nächsten Mal. Glück auf!